Dieses Kaisersemmerl habe ich heute Morgen für 38 Cent gekauft. Damit könnte jedoch bald Schluss sein. Die aktuelle Lage in der Ukraine beeinflusst nämlich nicht nur die Energiepreise, sondern auch die heimischen Semmerl. Aber was hat die Ukraine mit dieser charmanten Backware zu tun? Bevor mir hier jetzt jemand Panikmache vorwirft, die gute Neuigkeit zuerst. In Österreich ist eine Lebensmittelknappheit sehr unwahrscheinlich. Da sind sich Expertinnen einig. Für Österreichs Lebensmittelindustrie ist die Ukraine nicht entscheidend. Lediglich 0,5% unseres Getreides kommt von dort. Semmerl wird es also noch weiterhin zu kaufen geben, sie werden aber wahrscheinlich trotzdem teurer. Mehl ist schon ganz ohne Ukraine-Krieg im letzten Jahr fast 40% teurer geworden. Der Krieg trifft Österreich indirekt, die globalen Lebensmittelpreise beeinflusst der hohe ukrainische Marktanteil nämlich dennoch enorm. Ja, aber zurück zur Ukraine. Warum hat das Land so einen großen Einfluss auf den Preis unseres Frühstücksweckerls? Tatsächlich gilt die Ukraine als globale Kornkammer. Das Land ist eine einzige große Platte mit sehr fruchtbaren Böden, auf denen man optimal Getreide anbauen kann. Das Klima ist günstig und die schwarze Erde hält alle Mineralstoffe fest. Die EU wird dennoch keine allzu großen Schwierigkeiten haben, den Wegfall der Weizen- und Maisexporte auszugleichen. Anders sieht das jedoch für viele andere Länder aus. So abhängig wie Österreich beispielsweise von russischem Gas ist, so sind es viele Länder im Nahen Osten von ukrainischem Weizen. Denn vor dem Krieg verkaufte die Ukraine jährlich Millionen Tonnen Getreide in Länder, die zu wenig eigenes Getreide anbauen. Neben Weizen exportiert die Ukraine an diese Länder auch Sonnenblumenkerne, vor allem für Sonnenblumenöl, Raps, Roggen oder auch Mais. Und jetzt liefert die Ukraine praktisch gar nichts mehr. Ukrainische LandwirtInnen haben derzeit andere Sorgen und produzieren, sofern sie überhaupt können, für die Ukraine selbst. Zu Kriegsbeginn sah man noch Videos von LandwirtInnen, die mit ihren Traktoren russische Panzer aus dem Verkehr ziehen. Kurz war das sogar ein Trend auf TikTok. Inzwischen haben die Bäuerinnen und Bauern aber nicht einmal mehr genügend Treibstoff für ihre Traktoren. Da wir sehr südlich gelegen sind, müssen wir jetzt aussehen. Und da fängt es an, problematisch zu werden. In 3 bis 5 Tagen ist dann auch der Treibstoffvorrat leer und niemand kann uns helfen. Aber auch die vielen LandarbeiterInnen fehlen. Sie wurden für den Krieg eingezogen. Dabei werden sie jetzt im Frühjahr gerade für die Aussaat gebraucht. Die Ukraine fällt aller Voraussicht nach also noch längerfristig als Weizenexportland aus. Aber auch Russland spielt eine Rolle. Zusammen decken die beiden Länder nämlich rund 30% des weltweiten Bedarfs an Weizen ab. Russland hat aber Mitte März einen Exportstopp verhängt, laut Regierungsangaben, um die eigene Bevölkerung vor steigenden Preisen zu bewahren. Durch den russischen Exportstopp könnten die Preise auf dem Weltmarkt um 8 bis 22% steigen. Das besagt eine Studie der UNO-Welternährungsorganisation. Je mehr Getreide ein Land importieren muss, desto schneller macht sich dieser Preisanstieg in der Bevölkerung bemerkbar. In Bangladesch, das zum Beispiel 21% seines Weizens aus der Ukraine bezieht, musste der Staat bereits Mitte März mit einem Ernährungshilfeprogramm eingreifen. Reis, Linsen, Bohnen, alles ist zu teuer. Wie sollen wir nur überleben? Arme Menschen sind kurz davor zu verhungern. Ein einfacher Mensch, der jetzt schon nichts mehr zu essen hat, wird auch in Zukunft kein Brot für 700 Naira kaufen können. Dort in diesen Ländern ist es schon so, dass Familien einen überwiegenden Teil ihres Einkommens für Grundnahrungsmittel ausgeben müssen. Und da wird der Schock besonders schmerzhaft sein. Martin Frick leitet erst seit November 2021 das Berliner Büro des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen und muss bereits wenige Monate nach Amtsantritt vor einer weltweiten Hungerkrise warnen. Und er ist nicht der Einzige. 45 afrikanische und weniger entwickelte Länder importieren mindestens ein Drittel ihres Weizens aus der Ukraine und Russland. 18 Länder davon sogar die Hälfte ihres Bedarfs. Das sind zum Beispiel die Länder Burkina Faso, Ägypten, die Demokratische Republik Kongo, Libanon, Libyen, Somalia, der Sudan und Jemen. Wir müssen alles dagegen tun, um einen Wirbelsturm des Hungers und den Zusammenbruch des weltweiten Ernährungssystems zu vermeiden. Besonders kritisch ist die Lage in Ägypten. Das Land gilt als größter Weizenimporteur der Welt, denn dort wird erstaunlich viel Brot verzehrt. Den Stellenwert von Brot in der Gesellschaft erkennt man schon daran, dass das arabische Wort Aish in Ägypten nicht nur Brot, sondern auch Leben bedeutet. Ägypten ist auch ein Beispiel dafür, welche politische Sprengkraft der Brotpreis innehat.
1977 führte die Ankündigung des damaligen Präsidenten Anwar as-Sadat, die Subventionen auf Brot zu kürzen, zu den sogenannten Brotunruhen. 70 Menschen kamen dabei ums Leben. Seither gilt der Protestruf nach leistbarem Brot als Alarmsignal für MachthaberInnen, vor allem im gesamten Nahen und Mittleren Osten. Ja, der Brotpreis ist immer ein politischer Preis gewesen. Und wenn das billigste aller Nahrungsmittel, das Brot, so teuer wird, dass es sich die Menschen nicht mehr leisten können, kann das durchaus Unruhen hervorrufen. Ich habe ein Beispiel: 2010 wüteten Torffeuer rund um Moskau und der damalige russische Präsident Medvedev hat ein Exportverbot für Weizen verhängt. Und die sprunghafte Entwicklung des Weizenpreises zu dieser Zeit war nicht der Grund für den arabischen Frühling, aber sicher der Auslöser. Meine anfängliche Sorge, der Preis für die Semmel in Österreich könnte steigen, ist also gar nicht so banal. Auch wenn wir von sozialen Unruhen wegen Teuerungen noch weit entfernt sind. Weniger Weizen aus der Ukraine und Russland bedeuten aber höhere Brotpreise. Höhere Brotpreise könnten in einigen Ländern zu Unruhen führen. Jetzt ist das zwar besorgniserregend, aber leider nicht das einzige Ernährungsproblem, das uns wegen des Ukraine-Kriegs bevorsteht. Denn was ebenfalls für die Welternährung nicht wegzudenken ist und normalerweise zu einem großen Anteil aus Russland kommt, ist Düngemittel. Dort, wo es fehlt, wird es später den Ernteertrag mindern. Russland hat einen Exportbann für Düngemittel bis April angeordnet. In Brasilien beispielsweise könnten dadurch 40% des Kaliums- und Stickstoffimports gefährdet sein. Das südamerikanische Land ist Sojabohnenproduzent Nummer 1. Es deckte vor der Düngemittelknappheit die Hälfte des weltweiten Bedarfs ab. Der russische Exportbann trifft Brasiliens Landwirtschaft also besonders hart. Die Sommerernte Ende September, Anfang Oktober macht uns Sorgen. Jetzt vertiefen wir unsere Handelsgespräche mit Kanada als größter Lieferant von Kalium. Brasilien ist dabei nur ein Beispiel, wie auch die Düngemittelknappheit das weltweite Ernährungssystem ins Wanken bringen kann. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen mobilisiert bereits, um die Folgen des Ukraine-Kriegs abzumildern. Sehen Sie, Lebensmittel kann man nicht so schnell ersetzen, wie man das zum Beispiel bei Öl und Gas kann. Wir müssen auch massiv Geld investieren in die Stabilisierung der Ernährungssicherheit dieser Länder. Das bedeutet zum Beispiel in den Ländern des Sahel, Boden wieder urbar machen, Landwirtschaft wieder ermöglichen, Kleinbäuerinnen darin unterstützen, ihr eigenes Land wieder herzurichten, Regenwasser zu sammeln, einfach dafür zu sorgen, dass die Abhängigkeit vom Weltmarkt reduziert wird und die Menschen mehr ihre eigenen Lebensmittel wieder produzieren können. Aber nicht nur direkt betroffene Länder sind jetzt gefragt zu handeln. Um einer Ernährungskrise entgegenzuwirken, sollten auch weniger abhängige Länder ihre Erträge vergrößern. AgrarexpertInnen sehen da das restliche Osteuropa als Hoffnungsträger, aber auch Österreich und überhaupt Mitteleuropa könnten wieder vermehrt auf Weizen umstellen. Mitteleuropa hat in den vergangenen Jahrzehnten viel auf Biogas durch Mais gesetzt und den Anbau von Brotgetreide zurückgefahren. Das rückgängig zu machen, also zum Beispiel statt Silomais oder Raps etwas anzubauen, das man auch wirklich essen kann, würde sich jetzt lohnen. Aber heimisches Gas ist ebenfalls wichtiger geworden. Denn der Krieg zeigt Europa, wie wichtig eine unabhängige Energieversorgung vom russischen Regime wäre. Ein weiterer Ausweg wäre, weltweit den Getreideanbau für Tierfutter zu reduzieren und ebenfalls wieder auf Brotgetreide umzuschwenken. Dann müsste die Menschheit aber ihren Fleischkonsum zügeln. Also, unsere Versorgung mit Kaisersemmel ist erstmal gesichert. Nur wird die vielleicht in den kommenden Monaten keine 38 Cent mehr kosten, sondern ein bisschen mehr. Und um die aktuelle globale Situation etwas zu entspannen, könnten wir vermehrt Käsesemmeln statt Schnitzelsemmeln verzehren. Auch wenn das wehtut. Aber das ist ein durchaus geringer Preis angesichts der drohenden Hungersnöte, die sich in vielen anderen Ländern abzeichnen. Die Nahrungsmittelversorgung war schon ohne Ukraine-Krieg prekär. Dieser Konflikt ist ein weiterer, den sich die Menschheit eigentlich nicht leisten kann. Abgesehen von den zivilen Opfern des Krieges werden die Auswirkungen dieses Konflikts in vielen Regionen der Welt schmerzhaft spürbar werden. Falls ihr weiterführende Informationen möchtet, besucht die Website des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Wenn ihr das Video interessant fandet, dann teilt es doch und schickt es weiter. Bis dahin, Freunde, bleibt gesund, schaut's auf euch. Bussi, euer Max Lischanz.